Ja, da kommen wir auch noch nicht rein. Was sehr schade ist. Ja. Was liegt denn hier für ein Schlüssel rum? Nicht da einfach mal so ein Schlüssel. Metalltor in der 6. Etage. Ich glaub's ja nicht. Aber wir sind jetzt nicht in der 6. Etage, oder? Weiß ich nicht. Ey, wir waren hier noch nie, ne? Irgendwie, weil sonst hätte ich doch vielleicht schon mal was gefunden, ne? Ja. Sehr lustig. Wir sind wohl in der 6. Etage. Ja. Ja, toll. Ist doch nicht wahr, oder? Ist der Schlüssel jetzt weg? Ja. Ja, der war nur für die Tür. Das ist ja eine Frechheit. Okay. Das ist ja eine Frechheit. Ach, guck an. Ach, hier waren wir schon mal drin. Guck mal. Ja klar, da ist doch die Holzkiste. Ja, ja. Das ist ja merkwürdig. Da haben wir doch noch da reingeguckt und haben gedacht, ach so, ja, wir waren schon in dem Raum, wir kamen aber hier nicht durch, um hier reinzukommen, genau. Genau. Stimmt. Aber jetzt nochmal genau gucken, aber ich glaube, hier liegt sonst nichts mehr, ne? Nicht so aus. Mm-mm. Okay, dann müssen wir wohl. Ja, aber man hat uns das ja gar nichts gebracht, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Ja, weil wir dieses Ding da noch nicht haben, ne? Den Schlüssel für den Kasten. Ja. Kann ich die Kamera vielleicht noch was sehen? Nicht. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und da kann man ja noch mal runter. Vielleicht finden wir hier ja auch noch was. In die Ecken schauen. Was ist da hinten am Flackergedärm? Am Flackergedärm. Hm. Überall nichts. Nirgendwo eine Hand. Ich kann an der Tür nicht rütteln. Was ist das denn für ein Skandal? Das gibt's ja auch immer gar nicht. Wollte die Entwickler anschreiben. Und spielt zurück. Geld zurück. Ja. So sagen, ich konnte meinen Rüttelauftrag nicht erfüllen. Genau. Bodenlose Frechheit. Aha. Munition. Die sacken wir natürlich ein. Mhm. X. Oh. Achso. Guck mal, da ist das Bett gar nicht mehr da, wenn man da so rausgeht. Könnte man eigentlich da durch. Hier ist auch nichts. Nur Munition in dem Raum, mehr ist hier nicht los. Das ist hier unfassbar. Dafür der ganze Aufwand. Nicht.
was habe ich schon alles geschaut? Und da hinten kommen wir leider nicht zum Blinken. Oder können wir hier... Nee. Nee. Was ist los hier? Da liegt noch so ein Verbesserungsding. Ich will das haben. Verbesserungsding? Mhm, das ist der Fachbegriff. So, also. Hier kam... Nee. Da sind wir eben durchgekommen, oder? Oder auch nicht. Hast du keine Taschenlampe mehr? Nee, hab ich gerade weggelegt. Nee, man kam ja hier mit dadurch. What? Sind wir denn da schon mal mit durchgegangen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kommt mir so unbekannt vor. Also ich meine nicht, dass ich überhaupt schon mal irgendwo in irgendeinem Raum gewesen wäre, ne? Aber der kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Die anderen kommen mir nicht bekannt vor, aber der so gar nicht. Genau. Kann ich wieder nicht rütteln. Ja, das war ja, da sind wir ja gerade durchgekommen, aber ja, wer weiß, vielleicht. Das wiederum kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. Kleines bisschen. Oh Mann. Ah ja, das war das mit dem, wo wir irgendwie noch erhofft hatten, dass hier noch was passiert. Ja, wo da doch irgendwas stand von, alles ergibt ein Muster und irgendwas ja, ergibt ein Muster oder sowas, ne? Ja, es ist ein Muster vorhanden oder so. Irgendwie sowas. Glaube ich eben schon. Irgendwie waren wir ja überall schon. Außer vielleicht war die dritte Etage noch nicht richtig abgesucht. Wollte ich ja meine eigene Spucke verschlucken. Oh, das macht Spaß. Kannst du aber anklicken. Den Zettel. Tür nicht öffnen. Ach so. Die Warnung kommt. Aber wir haben doch eine Brechstange. Kriegen wir die Bretter nicht ab? Haben wir doch nicht mehr. Beziehungsweise. Wo ist sie? Haben sie zumindest nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir sie weggelegt haben oder ob wir sie gar nicht mehr haben. Okay. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist auch noch so eine vermaledeite Truhe. Vielleicht ist das die von vorhin. Ich glaube, das ist eine andere. Ja, da waren wir ja eben, obwohl. Mhm. Ja, von da sind wir gekommen.
sind aber jetzt auf der falschen Seite, um an den Aufzug zu kommen, oder? Irgendwie, oder was? Nee, da ist er. Nee, da ist er. Weil ich würde gerne nochmal dritte Etage. Da haben wir zwar angefangen, aber da haben wir, glaube ich, uns auch nicht großartig umgeschaut. Hör, wir sind in der dritten. Nee, wir sind in der sechsten. Weil der Knopf leuchtet so, dachte ich, wir wären schon da. So steht Sumi dann Stunden im Aufzug. Oh mein Gott. So, oh, speichern! Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben noch eine Brechstange. Ja. Aber wir haben keinen Schraubenzieher. Nee, das nicht. Aber vielleicht können wir die tatsächlich da noch anwenden. Ja, da wo die Holzbretter vor der Tür waren, ne? Wo man bitte nicht öffnen. Ja, vielleicht geht das da. Ja. Denn dass wir sie noch haben, ist ja wohl ein Zeichen, dass man sie noch benutzen kann. Ich hoffe, ja. Wir... Die geht in ein Feld rein. Inventar voll. Ich habe ja, aber du hast gefehlt. Zwei Felder frei. Du kannst vielleicht was, ach ja, ich kann was verschieben. Oder so. Verschieben kann ich. Genau. Bewegen. So. Ja, muss die Truhe doch nicht wieder zu. So, nur haben wir jetzt das Inventar natürlich voll. Kannst du nicht irgendwas nachladen oder so? Ja, aber das nicht so entscheidend, dass dann die Munition weg... Was haben wir denn da? Wir haben da doch diese Dingsmunition, diese Pistolen. Für dieses Maschinengewehr oder sowas. Genau, oder was genau, die brauchen wir ja im Moment noch nicht. Nee. Wahrscheinlich, wenn wir dann das Maschinengewehr finden, dann haben wir wahrscheinlich keine Munition und brauchen sie genau in dem Moment, aber naja, man kennt das. Ja. Jetzt habe ich eine Kugel abgelegt, das ist ja fantastisch hier. Ach, jetzt muss ich auch noch... Lässt er nicht mit einem Tastendruck zu, dass er durchläuft? Nee, da muss ich jetzt wirklich... Ja. Ach so, ja, okay. Okay. Dann haben wir wenigstens da wieder einen Platz frei. Aber wo ist das denn jetzt hin? Da steht ja im Inventar gar nicht drin, oder musst du hochscrollen? Ich hab keine Ahnung. Hier wo ist es denn jetzt hin? Oder was? Jetzt hab ich die weggeschmissen. Aber das stand doch nur ablegen und nicht löschen. Ablegen. Ich hätte auch speichern können. Ja, ablegen. Damit habe ich sie weggeschmissen. Oh nein. Geil. Oh verdammt. Richtig gut gemacht. Naja, dafür haben wir ja wenigstens zwei weitere Pistolenkugeln. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ist halt. Ist wie das, ne? Wir könnten jetzt natürlich hätten einen alten Spielstand. Gespeichert. Wir könnten, aber haben wir nee, jetzt... Nee, will ich nicht machen. Haben das Buch reingepackt und alles, das finden wir doch ja, jetzt nicht mal wieder. Aber hatten wir nicht danach nochmal gespeichert? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Das letzte Mal, als wir gespeichert haben, war, als wir gesagt haben, wir haben zwar noch nichts gemacht, aber wir speichern trotzdem. Ja, ja. Und danach haben wir erst das mit dem Buch und so gemacht, meine ich. Ich hab keine Ahnung. So, wir waren. Ich glaub, waren wir hier unten? Wo das mit der Tür war? Wir kamen. Ich meine, wir kamen von unten. Hier irgendwie. Auf jeden Fall waren Holzbretter vor der Tür. Da ist es. Ja, da ist. Ja, leider. Ja, aber was ist denn das da? Das ist unser Schloss. Ja, aber kannst du da nicht... Achso. Nee, er lässt mich ja nur runter. Ach, scheiße.
habe mir extra die Brechstange geholt. Ja. Vielleicht man die für was anderes verwenden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du das Klo demolieren. Das hilft bestimmt. Was war denn das? Oh, was war das denn? War merkwürdig. Was war denn da am Tisch? Wieso? Hä? Wieso rüttelt das hier? Ist aber nichts zu rütteln. Als wenn du da irgendwas machen kannst, ne? Ach, da hinten die Tür. Ach so, das ist von ach so und das schleucht durch den Tisch durch quasi. Ja. Ja, verdammt. Ja gut, ne, dann gehen wir wieder in die dritte Etage. Ja, das haben wir schon abgenommen. Oh. Ja, der ist fast schon nicht mehr sichtbar, der Typ. So dünn ist der. Aber die meiste Zeit fahren wir ja mit dem Aufzug. Ja. Da nimmt man ja nicht so viel ab. Außer Angstschweiß. Knie ich mich auch noch im Aufzug hin. Ja, das war ja auch die Stelle, wo man hier so irgendwie runterkam und so. Das ist jetzt alles zugebaut. Dass man da bloß nicht mehr hin kann. Vierte Etage kommt man gar nicht hin, ne? Da so haben wir ja auch keinen Aufzug, keinen Aufzugknopf und mit der Treppe kommt man auch nicht dahin. Nee. Ja, dann ist die dritte Etage ja so was von nutzlos gerade. Außer, dass man hier speichern kann. Mhm. Gehen wir mal mit ihm. Irgendwas müssen wir hier probieren. Nee, das sind glaube ich so Schrauben oder sowas. Ist hier ein Schraubenzieher drin? Das wär's ja, ne? Fahren die ganze Zeit mit dem Aufzug ja. durch die Gegend. Das wiss ich. Dämlichen Schlüssel. Oh, Schlüppi mitnehmen. Na, sowas. Das war doch das mit dem Rätsel, oder? Ja, das, ja, haben das wir war gemacht. Das Rätsel, alles klar. Ach, die Welt ohne Bienen, ja. Geht mir gar nicht. Ist doch alles zum Mäusemelken. Allerdings. Ja, immer noch das Buch. Nein. Nein. Ich
liegt denn an dem Computer? Können wir da nicht mal... Achso, ja, da hatten wir ja schon mal was geguckt, aber öffnen mit Doppelklick. Kann aber nicht doppelklicken, oder? Da? Kann ich nichts. Karte bewegen, beenden, wählen. Kann hier nichts wählen. Sowas. E-Mail? Das. Das meinten die bestimmt mit öffnen mit Doppelklick. Ja. Aber hier kann ich nichts mehr. Aber waren da noch mehr Ordner? Kannst du da noch mehr Sachen angucken? Ja, das könnte sein. Oder auf das rote X nochmal? Ach ja, richtig. Na. Dokumente. Foto 1. Okay. So, Dateien. Kann man nicht wirklich was sehen, oder? Nee. Foto 2. Das ist eine Flur. Ja. Foto 3. Da waren wir überall noch nicht gewesen. Mm-mm. Gibt's da noch mehr? Nee, nur E-Mail und Dokumente. Schade. Kann man da nicht. Warum kann ich dann? Achso. Moment. Das Treppenhaus von Block B voller Schutt, weshalb ich gezwungen war, die fünfte Etage zu durchqueren, um zu Block A zu gelangen. Im Büro muss eine weitere Schlüsselkarte sein, mit der man hierher kommt. Ich befinde mich derzeit in der dritten Etage, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 709 hier zurücklassen. Also in 303. Ah. Dritte Etage, Zimmer 303. Willst du nicht mal gerade erst noch zu Ende lesen? Das war's doch. Nee, da war doch noch was, oder? Für das Prinzip des... Achso. Ich hatte kein noch was. Also, dritte Etage, 303. Genau. Ist natürlich die Frage, warum haben wir den Schlüssel dann nicht vorher schon gefunden? Ja, ja, eben. Ja, vielleicht musste man das erst lesen. Ja, genau. Dann wird der Schlüssel da hingelegt. Dann, ja, ja. Wäre natürlich der Knaller, ne? Ja. Oder der lacht schon immer da und alle haben uns schon im Video mal angeschrien. Da liegt doch ein Schlüssel! Ja. Warum seht ihr das nicht? Wieso kommen wir denn hier in kein Zimmer? Ist das 303? Ah, das wäre schön, ne, weil ich sehe nämlich kein anderes Zimmer mehr, in das wir reinkommen. Aber da ist doch bestimmt noch eine Tür wieder irgendwo. Damit wir sehen könnten, in welchem Zimmer wir sind. Da ist eine Tür, aber nee. Shit. Kann man das irgendwo anders? Ich sehe keine Zimmernummern mehr, ey. Nee. Das ist unfassbar. Oder da? Kann ich nicht lesen. Nee. Kann man auch nicht. Ah doch, da kann man 303. Da ist der Aufzug. Also das ist genau in dem Bereich, wo wir jetzt gerade nicht hinkommen. Ne? Hm. Jedenfalls nicht von hier aus. Ja. Das ist denn eine Scheiße. Dann müssen wir also... Ich werde aber auch nicht schlauer aus diesen Karten, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist ja jetzt nicht schwierig. Nee, ich meine, ja, klar, ich erkenne, was da drauf ist und was, ne, was ist da. Aber
Es nutzt mir ja nichts, wenn da steht, dass ich da jetzt gerade nicht hinkomme, weil das da rot ist, also komme ich durch. Und unten zwischen 300 und 302 ist das blaue, kennen wahrscheinlich unter blauen Schlüsselkarten. Aber da kommen wir ja auch nicht hin. Momentan nicht, aber der Punkt ist halt, dass ich denke, dass wir von der anderen Etage, also die Karte sagt mir zumindest so viel, dass wir vom Aufzug aus in diesen Flügel hier müssen. Mhm. Und von dem aus müssen wir irgendwie an die 300, also beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Ach so. Okay, das habe ich schon jetzt verstanden. So, ja, also, war doch nicht so schwer, oder? Ja. Ja, uns steht eine neue Weltkrise bevor. Die ist gerade schon voll im Gange hier. Oh mein Gott. Speichern. Wichtige Informationen bekommen wir speichern. Dingle, dingle, dingle. Oder komm, nee, nach oben ist ja... Und dann an der anderen Seite runter vielleicht? Ach nee, kommen wir nicht. Nee, wir kommen ja auch nicht in die vierte. Das ist ja genau das Problem. Kommen auch nicht in die zweite, ne? Mhm. Aber über die... Also entweder über die fünfte runter irgendwie oder über die erste rauf, ne? Ha, ich bin schon... The brain. Ja. Wenn ihr mich nicht hättet, eh. Oh Gott, ja. Ihr werdet verloren. So, wir sind in der fünften. 503, was ist denn das für ein... Warum ist da so ein Zeichen dran? Hm. Ist kein Mensch, ne? Hier ja. Geht's ja eh nicht weiter. Das heißt... Oh, können wir speichern. Hört man da das Klavier jetzt so? Hm. Verdächtig, verdächtig. Ja. Was ist denn? Da stehen hängt Zahlen. Kein... Ja, aber hängt kein Schlüssel dran. Nee, nee, das nicht, aber. Ich wollte das mal. Ist da. Oh. Das ist eine Hand. Kamera. Verdammt, da haben wir schon was rausgeholt. So eine Sauerei aber. Sind wir uns zuvor gekommen? Genau. Nee. Ja, das war ja die Wand, die war nicht... Beziehungsweise, wo ja auch eine Tür mit Kette hinter war. Ja. Als Zette, aber... Hilft uns ja auch nicht weiter. Okay, dann sind wir in der fünften Etage wohl... in der Sackgasse. Ich komme gar nicht drüber, dass wir die Maschinenpistolen-Dinger weggeschmissen haben. Ja, das war eine Top-Aktion. So, was passiert auch nur uns, jede Wette. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier kann man wenigstens Dinge erleben, die sieht man in anderen Let's Plays nicht. Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. Verpeilt halt.
Oh Mann. Wir können das nachher natürlich noch ein bisschen anpreisen in der Richtung. Wir steigern den Schwierigkeitsgrad, weil uns das Spiel so leicht ist. Wir machen einen Run ohne Maschinengewehr. Ja. Genau. So. Wir sind in Etage 1. Ah, hier kann man ja rauf. Hier kann man ja rauf. Oh, der steht da. Ist das der von vorhin oder ist das ein anderer? Ist ein anderer, ne? Oh, der hat einen Wendekreis wie so ein LKW. Oh, wir müssten unbedingt mal was, Heilendes zu uns nehmen. Ja, irgendwie schon. Aber ich hab ja nichts. Ich hab ja nur die... gar nichts. Ich hab ja nur gar nichts. Ja. Oh, verdammt. So, Moment. Aber von hier aus... weiß ich auch noch nicht. Da kommen wir ja nicht her. Kannst du drunter her... ja, kann ich, kann ich bestimmt. Bin aber mal überlegen, ob ich erst auf der Seite gucke. Hast du dein Eichhörnchen entdeckt? Noch nicht, aber könnte hier meins da sein. Obwohl der Raum 303 wäre ja dann in die andere Richtung. Kann man hier eigentlich durch? Nee, nee. Sind wir denn? Ach so. Sind wir da schon gewesen? Das kommt mir jetzt überhaupt null bekannt vor. Irgendwie. Oh, da. Was ist das denn für ein Raum? Ja, da waren wir schon mal. Ah ja, ich erkenne es gerade. Das sieht so ein bisschen aus hier unter Wasser. Genau. Ah ja, hier geht das rauf. Genau, hier kommen wir ja dann in die dritte. Wo, von der falschen Seite vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier schon mal auf dem Weg nach 303 waren. Und dann haben wir das ja nie wiedergefunden. Kann das nicht sein? War das nicht sowas? Ist. Wäre das da die 303? Das wäre aber unangenehm. Guck mal hinter dich, was das denn da für eine Nummer ist. Wir sind auf der vierten. Warum sind wir jetzt auf der vierten? So, wir müssen. Ach so, wir sind da zwei Etagen recht hoch gelaufen. Aber runter können wir ja jetzt nicht. Beziehungsweise, ja, wir können runter, aber direkt wieder in die... Guck mal auf die Zimmertüren. 303. 303. Nee, neu, 309. 308. Nee, wir müssen in den anderen Flügel. Dann kommen wir da runter. Ja. Ja. Denn hier Dings drin? Ich habe nur Heftpflaster. Das hilft ja nicht wirklich weiter. Ich glaube, so sieht das auch auf der Titanic aus jetzt. Ja, wahrscheinlich. In der Wanne liegt da vielleicht irgendwas? Oh. Ah. Verpipscht. Okay, ja, da geht's nicht mehr weiter. Ne, da komme ich immer noch nicht durch. So, ja, wir wollten ja auch die andere Seite hier mal prüfen. Oh.